Ja, hier ist der rote. Der macht zwar noch keinen Preis, aber ich will mal sagen, blank ist er doch. Ja, ich weiß auch nicht. Die Füße sind astrein sauber. Schwanz wackelt nicht. Ja. Die Ohren sind glatt zu. Ja, nur gut, er ist lose. Noch kein Weibchen gefunden. Mal sehen. Ist jetzt kurz vorm Einsetzen. Ja, da ist der aus den alten Kloßvogel, der macht ja schon Preis. Ich wollte nur sagen. Blanke geht so eigentlich gar nicht mehr. Gut. Die Farbe ist auch gut. Nase ist weiß. Und Füße sind trocken und sauber. Keine Ahnung. Ja, wir haben ja heute Sonntag, den 21.05.2017 in Luft, das ist glaube ich bei Nürnberg, wie mir gesagt wurde. Und dort sollen wohl auch leichte südöstliche Winde sein. Ich habe da mit einem Freund telefoniert heute Morgen. Weil ich sagte, hier tut sich ja gar nichts, kein Blatt und keine Wolke bewegt sich. Aber es sollen doch leichte Winde sein. Naja, das sieht ja schon mal positiv aus. Und wir haben jetzt kurz vor 12, 8.15 Uhr los. Ja, alles ist aufgebaut. Mit die Filmerei. Da wird ja von dem einen und anderen, der mag das wohl nicht, warum auch immer. Die wollen nur Erfolgsfilme sehen, wo die Tauben in 10 Minuten da sind. Das ist ja, will ja wohl auch jeder, möchte ich auch, aber leider kriege ich das nicht gebacken zurzeit. Ob ich das jemals schaffe, weiß ich auch nicht, aber die Hoffnung ist ja noch da. Und die Filme mache ich eigentlich nur, wird wirklich wie tatsächlich abläuft. Ja, dass man auch Spaß an Tauben haben kann, wenn man keinen Erfolg hat. Ja, der Umgang mit den Tieren, der Garten, wenn er auch nicht so gepflegt ist, oder die Anlage ist zusammengezimmert. Trotzdem macht das irgendwie Spaß und man hat eine Aufgabe. Ja? Im Grunde genommen wartet man ja nur noch auf das Altersheim. Ist eben so, wenn man einen bestimmten Zeitpunkt erreicht hat, dann sinkt das. Und ja, so ist das. Na, dann hoffe ich mal, dass heute die Tauben besser kommen. Eigentlich gut drauf waren sie ja. Ich glaube, da hinten bei dem Peter Frank oder Kirch ist eine runtergegangen. Die kam ganz lang. Also hier dem Weg kam sie lang. Hundertprozentig, möchte ich fast verwetten. War 12.38 Uhr. Also ich bin mal gespannt, ob da die erste gefallen ist. Der hat ja letzte Woche auch eine ganz frühe gehabt. Also das sah direkt nach Spitze aus. Und da kam sie und dann ist sie da lang bis hier dahin, da weiter runter. Da unten ist der Peter Frank oder der Kelch, Horst Kelch. Ersten, glaube ich, hier heute. Da. Wahnsinn. Guck mal, der Zuflug, ey, da bist du doch ganz baff. Komm, Wacker, komm. Ach, die kam an. Da sind noch vorher so 10 Stück rübergegangen. Huh.
Da, jetzt kommt wieder eine. Da oben. Beim. Ui. Aber der geht da wohl bei Löffler. Ja, Peter Löffler. »42. Ja, da ist auch schon mal ein Aufwind. Die Taube hat hier im Herbst bis im November mit noch einem Zuflug draußen gesessen. Hier oben drauf. Da unterm Dach, da ist von der anderen Seite, hier sind ein paar Bretter noch, die ich noch verarbeiten will. Habe ich da über den Winter reingetan, auf dem Zuchtschlag. Und darunter hat sie gesessen, bis November. Ich habe schon gestaunt, dass sie den verkrachten, so souverän. Und die war auch gut in Schuss. Oh, jetzt kriegt der Domagalla auch ein. Gerade. Da kommt wieder einer. Ei. Hier. Ja, heute kommen sie schon anders. Der zweite beim Löffler. Ja, ich würde auch gerne einen neuen haben. Also, einige Tauben enttäuschen mich ja wirklich jetzt mittlerweile. Aber ist das schön, dass wir alle drei da einen haben. Oder beziehungsweise zwei der Peter. Weil Domagalla weiß ich ja nicht, weil da sehe ich hier durch die Büsche nicht alles. Ja, bei Peter ist gerade noch einer gekommen, der hat sich schön runtergeschraubt. War noch einer oben in der Luft. Ziemlich hoch, aber keine Ahnung, wo der geblieben ist. Aber so richtig, zack, oh, da kommt wieder einer. Der kam schon von hinten. Oh, der geht aber drüber weg. Peter Frank. Tja. Auch wieder ein komischer Fluch. Hier kommt wieder gar nichts. Ach, ist trotzdem. Ah, jetzt könnte ich zwei kriegen sogar. Ach, da kommen noch mehr da oben. Hey. Oh, der Pila kriegt auch. Jetzt kommen sie aber. Gebündelt. Hier. Zack. Na, hoffentlich gehen sie aber rein. Komm, Wacker, komm. Klotsvogel. Ja, gehen immer noch steifbeinig. Ja, jetzt habe ich 3 von 14. Wieder einer. Ach, Weißschwanz, guck mal an. Aber kommt aber müde. Na, komm, mein Schätzchen. Komm, Wacker, komm. Thank you.
Ja, wenn die Preis machen würde, wäre das schön. Ich heute mal 4 Preise machen würde. Der Schick, der enttäuscht mich auf einmal. Der kam so gut. Hat ja auch Weitstreckenblut drin. Das Männchen von ihr. Tja, die Jungen, die gucken. Können sie das Elend schon mal angucken, was auf sie zukommt. Ja, jetzt ist wieder eine Pause. Im Moment ist Ruhe. Am Firmament. Da oben fliegt ein Flugzeug. Ja, da kommt wieder einer da oben. Da dreht er. Jetzt kommt er angeschossen, mein Pila. Ja. Oh, hier kommt noch einer. Ich weiß nicht. Alle beide zum Pila. So wie es aussieht. Onkel Pila. Ah, jetzt kommt wieder hier eine. Die fünfte. Ja. Komm, Wacker, komm. Oh, der Borka-Vogel. Nach dem schweren Flug habe ich ihn an der Tag aus der Wiese gehoben. Na komm, Wacker, komm. Du bist bestimmt kaputt, wa? Ah, der ist kaputt. Oh, jetzt kriegt der Dings wieder ein. Nochmal Gala. Ja, dass der da sitzt, das habe ich Verständnis für. Aber er hat wenigstens den Anschluss geschafft. Meine Kamera taucht auch nichts mehr. Ja. Fokussiert doch gar nicht. Jetzt kommt der Scheck. Männchen vom. Oh. Jetzt habe ich 2 Dusselköpfe da sitzen. Komm, Wacker, komm. Na, wenigstens er ist. Der Borka-Vogel sitzt. Die Kamera taucht auch nichts mehr. Komm, Wacker, komm. Er geht doch wenigstens auf die Antenne. Ah, putz ihn noch ein bisschen. Naja, machst du wenigstens keinen Preis. Wäre auch zu schön. Da kriegen die alle wieder Tauben. Ja,
am Anfang haben sie ihm eine Zelle geklaut. Also Dinger, ihm ist es nicht so ganz gut gegangen. Dann war er im Herbst weg. Naja, jetzt dürfte er wenigstens... Jetzt kommt, glaube ich, der Rote. Der rote Brummer. Da kommt er. Hey. Komm, Wacker, komm. Er ist ein schöner Vogel. Ja, der ging auch super rein. 7. Jetzt habe ich 50% da. Donnerwetter. Aber Konkurs ist ja schon wohl schon lange zu Ende. Ja, kommt wieder einer. Komm, Wacker, komm. Achte. Da kommt noch einer. Hui, jetzt kommt aber einer angedonnert. Hui. Komm, Wacker, komm. Das ist bestimmt der Piet von dem Mörwevogel, ja, hundertprozentig. Da kommt nur einer. Der ist nach 3 Tagen letzte Mal gekommen, mittwochs. Und dann nach 3 Stunden hat er schon wieder gebrüllt und alles wie so ein Wahnsinnig. Das ist, wird nochmal ein Brummer. Kracher. Da haben wir nochmal was von. 5,99 hat der. Ja, da hat man gedacht, man hätte jetzt wieder was früher, aber leider. Komm, Wacker, komm. Die ist jetzt auf eurer Witwerschaft. Die hatte ja bis jetzt immer Junge. Das ist jetzt die 10. Jetzt fehlen noch 4. Gut, heute habe ich sie zügiger gekriegt, sag ich mal.